auf. Hören Sie sofort auf mit der Poesie. Ich kann keine Poesie vertragen. Hier macht Düsseldorf einem leicht, irgendwie anzukommen. Es gibt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man jeden Abend einen neuen besten Freund kennenlernt, den nie wieder sieht. In der Schwemme im Brauhaus. Also auch vom Echo her war der Felix Krull ganz toll. Und auch als Herausforderung war das der Wahnsinn. Worauf es ankam, war aus einem Nichts an Material etwas für den Augenblick hinlänglich Verblendendes zu machen. Darum sagte ich, I sadly do, sir. Du konntest einfach nicht von ihm lassen. Oh, du warst im Begriff, ihn den Garaus zu machen, indem du ihn bei der Kehle packtest, denn der lange verhaltene Grimm machte dich mordsüchtig! Es ist ja ein Stück Entwicklung gewesen. In der Dramaturgie einer Oper ist das natürlich schwierig, weil meine Figur eigentlich eine hinzuerfundene Figur ist. Und da war es wichtig, gerade im Vergleich zu dem Hoffmann, einen Counterpart zu machen, der eigentlich nicht existiert, der aber irgendwie sinnvoll ergänzt und dann Zusammenspiel ermöglicht. Wer helfen will, den soll man nicht riskieren! Der Junge scheint doch gut zu funktionieren. Das Ensemble ist sehr im Austausch, das finde ich toll. Gestern waren auch Kollegen in der Krull-Vorstellung, die dann danach irgendwie haben wir stundenlang noch drüber geredet, wie das zu machen ist und zu spielen ist, und das ist schon spannend. Aber Ihr Akzent ist nicht übel. Wir wollen einen Versuch mit Ihnen machen, Knoll. Wichtig ist für mich in Düsseldorf, der Rhein ist direkt vor der Tür. Wir sind irgendwie in 2 Minuten am Rhein. Und da bin ich, glaube ich, jede Woche 5-mal und laufe dann mit den Kindern da irgendwie auf und ab. Die Erlenken Bar ist ein sehr lieber Platz mit dem Robert, dem besten Barkeeper der Stadt, würde ich jetzt behaupten. Irgendwie, der dann auch als Theaterliebhaber kommt. Und im Café Enuma mit Mario sind auch so Schauspielerorte. Also gibt es so ein paar Orte, die ich sehr, sehr gerne habe.